Grüß Gott. Schön, dass Sie wieder Zeit finden, sich meinen winterlichen Videoblog anzusehen. Die Wintersaison bringt uns kurze Tage, die oft verbunden sind mit Nebel, Regen oder Schnee, und sie geizt mit Sonnenschein. Diese Kombination drückt bei vielen Menschen auf die Stimmung und macht sie müde, antriebsarm und grüblerisch. Wir bezeichnen diesen Zustand als Winterblues und in seiner schwereren Form als saisonale Winterdepression. Die Ursachen für diese Stimmungslage sind vielfältig. Unter anderem kommt es zu Veränderungen im Energiestoffwechsel, im Immunsystem, im Darmtrakt und vor allem im Hormonhaushalt. Dann produziert der Körper geringere Mengen von Sonnenhormon Vitamin D und von für eine gute Stimmung wichtigen Neurotransmittern wie Serotonin und Noradrenalin. Für die Betroffenen stellt sich natürlich die Frage, ob sie etwas gegen diesen Winterblues unternehmen können. Erfreulicherweise kann ich diese Frage mit einem Ja beantworten. Zunächst einmal können wir versuchen, uns unser Umfeld angenehm zu gestalten, zum Beispiel indem wir uns mit Wärme und mit schönen Dingen verwöhnen, uns die Wohnung mit frischen Farben schmücken, entspannende Musik hören und uns auf den Frühling freuen. Besonders hilfreich ist es, wenn wir uns gesund ernähren, wenn wir uns vor Stress schützen und wenn wir uns viel in freier Natur bewegen, ganz besonders an Tagen, an denen die Sonne scheint. Eine weitere sehr erfolgsversprechende Maßnahme besteht in einer Optimierung des Stoffwechsels, zum Beispiel über eine gute Versorgung mit Mikronährstoffen. Dazu gehört natürlich eine optimale Zufuhr des bereits genannten Vitamin D und den Neurotransmittervorstufen Tryptophan, S-Adenosylmethionin, Phenylalanin und Tyrosin, sowie von B-Vitaminen, die unter anderem als essentielle Kofaktoren im Stoffwechsel agieren. Aber auch für andere Mikronährstoffe wie Vitamin C, Omega-3-Fettsäuren, Zink, Magnesium, Calcium, Eisen, Coenzym Q10 und sekundäre Pflanzenstoffe sowie für Probiotika, das sind gesundheitsfördernde Darmbakterien, ist in zahlreichen Studien ein signifikanter Nutzen beim Winterblues belegt. Weshalb sie in angepassten Mengen zugeführt werden müssen und weshalb eventuelle Mängel möglichst schnell und umfassend ausgeglichen werden müssen. Ich rate Ihnen, sich darüber mit einem erfahrenen Therapeuten zu besprechen. Dieser könnte dann auch in den wenigen Fällen, die nicht auf die oben genannten Maßnahmen ansprechen, zusätzlich eine spezielle Lichttherapie, pflanzliche Antidepressiva oder Psychotherapie verordnen. Ich hoffe, dass mein Blog Ihnen Mut macht, etwas gegen den Winterblues zu unternehmen und vor allem auch die schönen Seiten des Winters wahrzunehmen. Bis zum nächsten Mal. Ihr Udo.